Ich zeige euch, wie der Unger-Parser funktioniert. Der verfolgt ein ganz einfaches Prinzip. Wenn ich hier irgendeinen Satz habe, beziehungsweise ein Alphabet aus Strings, und nehmen wir an hier, das ist ein Zeichen oder ein String und das ist ein Zeichen und so weiter. Dann wird, und nehmen wir mal an, wir haben irgendwie eine Regel, wie wir übersetzen hier haben, S geht zu NPVP. Dann wird der Unger-Parser alle Möglichkeiten durchprobieren, wie er den Satz auf diese neuen Nicht-Terminale aufteilen kann. Also erst wird er versuchen, den hier aufzuteilen und dann wird er gucken, ob das hier zu irgendeiner NP-Regel passt und das wird er zu irgendeiner VP-Regel versuchen, dann eine passende zu finden. Dann, wenn das dann scheitert, dann wird er versuchen, das hier aufzuspalten und dann wird er hier dann vielleicht zwei Eingaben und dann haben wir vielleicht eine Regel NP geht zu D und N und dann wird er die wieder so versuchen aufzuteilen und so weiter und so weiter. Gibt natürlich ziemlich viele Aufteilungsmöglichkeiten, deswegen ist der Parser auch recht ineffizient, aber auch einfach zu implementieren. So, wir nehmen hier an, dass wir keine Epsilon-Regeln haben, weil sonst müsste ich nicht nur die und die Aufteilung hier oder Mr. Parser nicht nur hier und hier die Aufteilung versuchen, sondern auch noch hier und hier. Also hier in der einfachen Version haben wir keine Epsilon-Regeln und wir haben auch keine Linksrekursionen, weil das dann für den Parser in dieser Form auch ein Problem darstellen würde. So, ich mal zur Orientierung erstmal zu diesem Wort hier den Baum an. Und zwar würde der erfolgreiche Pass eingeben, den Baum ergeben, S geht zu E und Groß C, also mit dieser Regel. Und mit E haben wir dann hier nur E geht zu A und klein b und das A geht zu dem kleinen a. Und außerdem noch hier C. Groß C geht zu klein c. Und wir haben aber noch eine zweite S-Regel und die wird hier im Parsvorgang auch vorkommen, aber die wird scheitern. Das wäre dann hier diese S geht zu A und zu D. Und für D haben wir nur D geht zu B. Und ja, die wird dann scheitern. Das wird dann kein erfolgreicher Vorgang sein, aber der wird ja auch nebenbei vorkommen. So, wir wollen den Trace erstellen. Wir haben drei Spalten. Einmal haben wir Calls. Und hier schreiben wir jetzt, also wenn wir uns den Unger als Funktion denken, dann schreiben wir hier die Funktionsaufrufe auf. Also es ist dann hier, ich werde es wahrscheinlich auch abkürzen, damit ich hier nicht immer Unger schreiben muss. So, der erste Aufruf wäre, wir haben ja die Regel, also bei uns ist das S immer das Startsymbol. Bei anderen Grammatiken müsste man es dazu schreiben, aber bei uns ist es immer S. So, ich muss also eine Aufteilung finden von dem Startsymbol. Und von dem Startsymbol will ich irgendeine Aufteilung finden, dass das ganze Wort abgedeckt ist. Und wir schreiben hier die Indexe doch dazu. Also das Wort hier ist erstmal ABC. Und wir schreiben die Indexe hier dazu. Vor dem A jetzt ist eine kleine 1 und hinter C ist die kleine 3. Das kann man so lesen, dass dieser String von den Stellen 1 bis 3 geht. Wenn ich hier, also es ist nicht zwischen den Zeichen, sondern das ist inklusive so von 1 bis 3. Wenn ich hier 1 und 1 hätte, dann müsste der String von 1 bis 1 gehen. Aber hier hat er jetzt die Länge 3 und deswegen muss hier die Aufteilung gefunden werden für das Wort, das von 1 bis 3 geht, also über das gesamte Wort. So, wir haben jetzt mehrere Regeln, die wir ausprobieren können. Ich fange hier mal mit der ersten an, weil wenn der Parser jetzt versucht, hier die Aufteilung zu finden, dann muss er erstmal die Regeln ausprobieren. So, die erste Regel, die wäre jetzt hier S geht zu EC. So, und da versucht er jetzt die Aufteilung zu finden. So, und zwar, wir haben ja hier dieses Wort ABC und wie gesagt, er muss alle Aufteilungen ausprobieren. Und die erste Aufteilung wäre halt, dass das E auf dieses A aufgeteilt wird. Und die zweite Aufteilung, und ich kann das ja auch mal farbig lassen, die erste Aufteilung wäre dann, dass das E auf das A aufgeteilt wird und das C zu B und C.
Und die zweite Möglichkeit wäre halt, dass das E auf A und B aufgeteilt wird und das C dann nur zu dem kleinen c. Das wird alles ausprobiert. So, ich mache das mal farbig hier mit der gleichen Farbe. So, wir versuchen jetzt also die erste Aufteilung. Ach, ich schreibe mal nur U, aber das soll jetzt immer Unger-Parse heißen, damit ich hier nicht immer Unger hinschreiben muss. So, wir versuchen jetzt also die erste Aufteilung, wo das E nur den Bereich von dem A bekommt. Und dann schreibe ich hier die Index noch mit dazu. Dieses A geht hier von 1 bis 1, also von der ersten Stelle bis einschließlich der ersten Stelle. So, das ist die erste Aufteilung. Dann muss Unger jetzt, der Parser jetzt hier die Regeln von dem E jetzt verwenden und gucken, ob es dafür eine Aufteilung gibt. So, er versucht jetzt also hier mit dieser Regel. Mit E geht zu AB. Und wir haben hier angenommen, dass wir keine Epsilon-Produktion haben und der Parser hat jetzt ein Problem. Nämlich dieses A, das ist nur ein Zeichen lang. Wir haben keine Epsilon-Produktion und hier dieses E, also das soll zu zwei Zeichen gehen. Das heißt, die sind mindestens zwei Zeichen lang. Das ist aber ohne Epsilon-Produktion nicht möglich. Und deswegen kann er hier gleich, ja, er kann hier keine Aufteilung finden. Und deswegen, ja, gibt es hier mit der Variante keine Aufteilung. No partition. Moment, ich schreibe es mal ein bisschen lesbarer. No pare. Tischen. So, und daraus folgt, dass diese Aufteilung von E zu einem A der Länge 1 nicht möglich ist. So, dann entsteht hier jetzt ein F für false. Dieser Teilabschnitt hier ist dann schon mal gescheitert. Und wir wollten nur noch zwei andere Spalten haben. Ich kann jetzt hier jetzt ungefähr sehen, wie viel Platz ich für die erste Spalte brauche. Wir haben noch eine zweite Spalte, die wir angeben sollen, nämlich noch die Results. Das ist, um den Parser ein bisschen effektiver zu machen. Wenn ich ein paar Sachen schon rausgefunden habe, die der Parser generieren kann oder nicht generieren kann, dann brauche ich die auch nicht öfter hinzuschreiben. So, und dieses F hier, das sagt mir jetzt, dass ich von einem E, also wenn ich habe jetzt versucht, aus dem E hier jetzt das A von Stelle 1 bis 1 zu generieren. Und ich bin gescheitert. So, und wenn ich jemals wieder in irgendeiner anderen Regel an eine Stelle komme, wo ich wieder aus einem E dieses A an der ersten Stelle generieren muss, dann kann ich mir das sparen und dann einfach in der Chart hier nachgucken. Ja, in diesem Beispiel jetzt bringt das nicht so viele Vorteile, aber wenn dieser Aufruf dann viel, viel tiefer gehen würde, dann würde das schon wieder einiges an Zeit sparen. So, wir haben jetzt also diese Aufteilung mit E zu diesem ersten A nicht geschafft, deswegen versuchen wir jetzt die zweite Aufteilung, wo E zu diesem AB geht. So, hier mit der anderen Farbe. Also wir versuchen jetzt die Aufteilung, das E zu A und B aufteilen lässt und die haben dann einen Bereich hier von 1 bis 2, also über einen Span über die Zeichen 1 und 2. So, müssen wir wieder die E-Regeln ausprobieren. Achso, und ja, wenn es hier noch mehrere Regeln gäbe für dieses E, dann müssten die natürlich hier auch alle nur noch ausprobiert werden und gucken, ob das denn irgendeine Möglichkeit dafür gibt. Hier haben wir jetzt aber nur eine. So, wir versuchen hier wieder mit der Regel eine Aufteilung zu finden, E geht zu AB. Und jetzt haben wir ja den Substring, den wir generieren wollen, hat zwei Zeichen. Und hier diese E-Regel, die ja, die gibt uns auch zwei neue Zeichen. Und dann haben wir an der Stelle erstmal mit der Aufteilung kein Problem. Wir rufen hier wieder den Unger-Parser auf. Oder die Funktion davon. Und wir versuchen jetzt hier aus die. Hier versuchen wir jetzt wieder die Aufteilung, dass wir dann halt
Ja, so wie vorher auch, dass wir jetzt versuchen, aus diesem ersten A dieses A zu generieren und hier aus dem B das Terminale. Das ist dann, ja, das Terminal ist trivial. So, wir versuchen jetzt aus dem A das kleine A zu generieren. So, wir haben hier nur eine mögliche Regel, die wir dann ausprobieren wollen. Also A geht zu A. Dann muss der Parser wieder fragen, ob es dafür eine Aufteilung gibt. So, und zwar jetzt hier von dem Terminalen A. Das ist A ist ein Trivial. Kann man aus einem A ein A generieren? Und ja, das kann man. Und hier tragen wir dann wieder in die Chart ein. Ja, wir können ein terminales A aus einem terminalen A an der Stelle 1 generieren. So, und jetzt bräuchte ich auch noch einen Eintrag hier jetzt für den Path Forest. Weil wir haben ja jetzt erfolgreich was abgeleitet und wir wollen am Ende, wenn wir einen korrekten Path gefunden haben, wollen wir auch wieder rekonstruieren, welche Schritte wir dafür gegangen sind. So, ich schreibe hier rüber Path Forest. Oder ich könnte auch Productions schreiben, ist ja eigentlich in dem Fall jetzt das gleiche. So, und hier muss ich mir notieren, welche Regel ich denn überhaupt benutzt habe. Und die Regel, die ich benutzt habe, das kann ich hier wieder mit der gleichen Farbe machen. Ich habe aus einem großen A erfolgreich ein kleines A generiert. Und zwar das kleine A an der Position 1. Also weiß ich, dass das große A hier jetzt auch von der Position 1 bis 1 geht. So. Jetzt müssten wir noch den zweiten Teil hier prüfen. Nämlich, Moment, wir hatten jetzt diesen Aufruf. Dann muss ich jetzt diesen Aufruf hier wieder schließen. So, weil ich habe hier diesen Aufruf, der fragt, ob ich aus dem Nicht-Terminalen A ein Terminales A ableiten kann. Dafür musste ich diese Regel prüfen. Mit dieser Regel ist es mir gelungen, weil ich hier jetzt, also mit dieser Aufruf war erfolgreich, weil ich hier ein Terminales A zu einem Terminalen A trivial abgeleitet habe. Also ist auch dieser übergeordnete Aufruf erfolgreich. So, den muss ich auch notieren, der ist auch wahr geworden. Und hier, ich versuche das hier auf einer Höhe zu schreiben, dass das immer einen öffnenden und einen schließenden Teil hier gibt. So, hier muss ich dann wieder den Eintrag machen. Ich habe jetzt auch aus dem kompletten A, also aus dem nicht-terminalen A, das A an der Stelle 1 erzeugt. Und das ist mir gelungen. Und wann immer ich jetzt aus einem nicht-terminalen A ein A an der ersten Stelle ableiten muss, kann ich mir diese Schritte hier sparen, so die untergeordneten Schritte. So, wir haben für dieses E jetzt erfolgreich das A abgeleitet. Jetzt müssen wir es noch mit dem B halt zeigen. So, das ist dann auch wieder auf dieser Einrückungstiefe. Und das ist jetzt auch wieder ein trivialer Aufruf. Ich muss jetzt gucken, ob ich mit dem hier bei diesem Aufruf, ich muss mir auch das B ableiten. Ich habe jetzt diesem A hier erfolgreich zugeordnet. Jetzt will ich noch diese Bs zueinander ordnen. Also ich will ein terminales B zu dem anderen terminalen B ableiten und das ist natürlich trivial und beziehungsweise T für true. Und dann bekomme ich hier wieder einen neuen Result-Eintrag. Nämlich, dass ich hier aus dem B ein anderes B erfolgreich ableiten konnte in dieser Grammatik. Und ja, für diesen Unger-Aufruf hier, ob ich aus dem E A und B generieren kann, da habe ich ja beide Teile geschafft. Ich habe einmal, ja, ich habe zu dieser Regel von diesem E beide Teile gefunden.
Und alle Unteraufrufe, die sind wahr oder die sind mir gelungen. Deswegen ist auch dieser übergeordnete Aufruf wahr, also true. Dann bekomme ich hier wieder einen neuen Eintrag. Nämlich, dass ich es geschafft habe, aus dem nicht-terminalen E den Unterstring AB abzuleiten, der von 1 bis 2 geht. So, und wenn man das mit dem Baum vergleicht, ich habe jetzt also diesen Teil hier erfolgreich gezeigt. Und dafür bekomme ich hier auch im Passforest einen Eintrag, nämlich dass ich aus diesem E jetzt A und B abgeleitet habe, wobei das E von 1 bis 2 geht und das A von 1 bis 1 und das B von 2 bis 2. So, und wir haben hier jetzt unter diesem Aufruf noch das C. Das C, das müsste ich jetzt, glaube ich, auch wieder mit der Farbe hier weitermachen. Oder nee, ich nehme mal besser eine andere Farbe. Aber ich habe jetzt für E immer diesen ersten Teil hier gemacht. Hier einmal das für das E und einmal das für das E. Dann kann ich ja, ich mache mal den C-Teil jetzt mit einer anderen Farbe, so damit es vielleicht ein bisschen übersichtlicher ist. So, wir wollen noch das C zeigen. Das heißt, ich brauche noch jetzt noch einen Unger-Aufruf von dem C. Ich habe hier mit diesem E, erfolgreichen E-Aufruf jetzt den A und den B-Teil erfolgreich hergeleitet. Jetzt will ich auch noch aus dem nicht-terminalen C jetzt das kleine C herleiten, das von 3 bis 3 geht. So, jetzt muss ich mal langsam ein bisschen runterscrollen. Und ja, ich versuche hier diese eine Regel zu. Ich habe mir nur eine Regel zur Auswahl, die ich jetzt prüfen muss, und zwar, ob es möglich ist, mit dem großen C das kleine C abzuleiten. Und dafür wird der Unger-Parser die Funktion wieder aufgerufen. Nämlich hier jetzt trivial, jetzt muss ich hier wieder die rechte Seite zeigen. Also ich muss versuchen, aus dem C jetzt dieses kleine C abzuleiten. So, das gelingt mir natürlich. Dann bekomme ich hier diesen Eintrag, nämlich dass ich in dieser Grammatik ein C an der Stelle 3 erfolgreich herleiten kann. So, ich kann die Linien hier nochmal nachziehen. Jetzt brauche ich hier wieder die Regel, mit der ich das C erfolgreich abgeleitet habe. Und zwar ja, hier habe ich jetzt wieder das große C, das zu dem kleinen C geht. Und das kleine C, das ging ja hier von der Stelle vom Index 3 bis 3. Also geht das große C auch von 3 bis 3. So, das habe ich hier. Dieser Aufruf ist gelungen. Damit ist auch dieser übergeordnete Aufruf davon gelungen. Dann bekomme ich jetzt diesen Eintrag jetzt mit dem großen C, aus dem ich das kleine C herleiten kann. Und ja, ich habe jetzt eine Regel gehabt, dieser erste Teil, die hat mir das E gegeben, und diese Regel, die hat mir das C gegeben. Das heißt, ich habe jetzt das E und das C, um aus dem Startsymbol das ganze Wort herzuleiten. Das heißt, ich bekomme hier wieder als Abschluss diese Regel, nämlich dass ich aus S hier erfolgreich E und C herleiten konnte, im Zuge davon dieses Wort zu generieren. Und das E, da habe ich hier geschrieben, das geht von 1 bis 2. Und das C hier, das geht von 3 bis 3. Also geht das S hier von 1 bis 3. So, und jetzt sind wir eigentlich noch nicht fertig, weil wir haben noch eine zweite S-Regel, die könnte uns theoretisch eine weitere Ableitung zu dem Wort geben.
was sie hier nicht tut, aber ich wollte mal zeigen, wie das so aussieht, wenn das scheitert. So, und zwar will ich hier jetzt noch. Na, ich muss mal runterscrollen. Also die, das, ich probiere jetzt noch mal die andere Regel aus. Es geht zu AD. So, die soll dieselbe Einrückungstiefe haben wie es geht zu EC. So, es geht zu AD. So, dann muss ich natürlich wieder aufteilen. Ich habe ja wieder. Also, in diesem Parser gehen wir auch davon aus, dass wenn wir ein Terminales haben, so wie hier, dann wissen wir, dass das Terminal die Länge 1 hat. Dann können wir nicht die Partition jetzt AB auf dieses A versuchen. So, um das auch mal ein bisschen zu vereinfachen, müssen wir den Parser ja nicht ganz dumm machen. So, wir versuchen also wieder den Aufruf. Und zwar wissen wir hier an der ersten Stelle schon, dass das Terminale A, ja, das, aus diesem A hier wollen wir das A neben Wort generieren, von 1 bis 1. Das ist dann natürlich, das gelingt natürlich. Und ja, wir bekommen hier keine neue Regel, weil wir bekommen hier kein neues Result, weil wir haben das ja hier schon geprüft. Das heißt, das war jetzt hier ein. Das hätte ich im Prinzip nicht, oder das müsste der Parser jetzt nicht wirklich rausfinden, sondern er hätte es auch hier in der Tabelle nachschauen können. So, das ist auf jeden Fall gelungen. Jetzt müssen wir noch die zweite Seite prüfen, nämlich dass wir aus dem Groß D B und C generieren können von 2 bis 3. Dafür brauchen wir jetzt wieder eine Regel für das große D. Wir haben hier nur die D geht zu B. Also probieren wir es aus. D geht zu B. Und dann haben wir schon wieder dasselbe Problem wie vorher. Wir sollen hier ein Terminales B. Wir haben hier ein Terminales B, das wir aus der Regel bekommen. Wir sollen aber den Teilstring B und C generieren und das ist nicht möglich. Das heißt, wir bekommen hier keine Aufteilung. No. So, es soll Partition heißen. Ich kann es ja mal abkürzen. So, dieser Aufruf hier ist jetzt gescheitert. Das heißt, hier dieser Unger-Aufruf ist jetzt auch gescheitert. So, ich habe es hier jetzt geschafft, das A herzuleiten, aber ich habe jetzt nicht geschafft, dieses D geht zu B zu verwenden. Also, dieser Unger-Aufruf hier, der ist jetzt fehlgeschlagen. Das heißt, ich bekomme hier wieder diesen Eintrag. Moment, hier auf der Höhe von dem F bekomme ich den Eintrag, nämlich dass ich es nicht geschafft habe, aus dem D das B und C von 2 bis 3 herzuleiten. So, F wie false. So, jetzt haben wir diese Regel hier ausprobiert und wir haben diese Regel ausprobiert. Wir haben eine erfolgreiche Aufteilung hier gefunden. Je nachdem, wenn wir nur einen Recognizer hätten, also ein Parser, der uns nur sagt, ob ein Wort in der Sprache ist oder der nur einen erfolgreichen Parse-Trace ausgeben muss, der hätte dann auch hier aufhören können. Wir haben jetzt nochmal die zweite Regel ausprobiert, die halt nicht erfolgreich ist. Aber hier jetzt auf jeden Fall schließe ich diesen ganzen Unger-Aufruf ab, ob ich aus dem Startsymbol das Wort generieren kann. Und ja, das hätte ich halt auch hier schreiben können, aber ich habe das jetzt halt hier geschrieben. Und wir bekommen jetzt hier also dieses T, dieser Pfeil hier, der soll jetzt auf der gleichen Höhe sein wie der ursprüngliche Unger-Aufruf. Das heißt, das Wort ist in der Sprache. Und wir bekommen hier noch ein letztes Result, nämlich dass wir aus dem S den Teilstring ABC generieren können von 1 bis 3. So, und das war der Unger-Parser an einem Beispiel.